Das lernt man mit der Zeit und ich muss auch sagen, dass ich vor meiner guten Saison auch einen Sportpsychologen an die Hand genommen habe, um einfach auch gewisse Grunddinge zu lernen, wo mir natürlich oder jedem Sportler immer auffällt, dass man im Training meistens gut ist, im Wettkampf nicht. Und da mit solchen guten Leuten, wie ich auch einen hatte, lernt man natürlich relativ schnell, dass es da keinen Unterschied gibt und dementsprechend war das natürlich auch gleich mal erfolgreich, wenn man das Rezept dann auch angewendet hat. Nein, das war, ich nehme das als Positiven, auch wenn es mit einem Burnout geendet hat, aber letzten Endes habe ich die Einstellung zum Leben. Es gibt bei allem immer zwei Seiten und wer hoch hinaus will, muss auch immer viel geben. Es gibt es nicht, dass man irgendwo viel hat und man sitzt den ganzen Tag vorm Fernseher und guckt Fernsehen. Man muss sich viele Dinge erarbeiten und dementsprechend war das für mich auch einfach so, das habe ich so mitgenommen. Jetzt ist aber auch so, ich bin froh. Auf der einen Seite, dass ich das jetzt hinter mir habe, ich habe was erreicht, das ist auch gut so. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch dabei, wenn ich das nicht hätte. Aber jetzt habe ich einfach meinen Lebensmittelpunkt einfach geändert und genieße eher das private Leben und habe natürlich so Hobbys wie Autorennen oder auch Fußball spielen, was natürlich jeder kleine Bub gern macht oder jeder Mann natürlich auch gern macht. Und was dann beruflich irgendwann mal aus mir wird, das werde ich sehen. Den Punkt gibt es nicht mehr, weil das ist auch das Positive nach einem überstandenen Burnout, dass ich wirklich so ein sensibles Gefühl entwickelt habe, dass ich genau weiß, welche Termine ich mir zumuten kann und welche eben im Vorfeld ich schon merke, das geht gar nicht. Da kann ich ruhig Nein sagen und im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich Nein gesagt habe, weil es bisher immer so war, wenn ich es gemacht hätte, ja. Ich hätte es zwar überstanden, wie es damals auch immer war, dass ich Termine zugesagt habe und irgendwie zwischendrin habe ich gemeint, oh, hoffentlich ist es bald rum. Heute ist es so, dass jeden Termin, den ich mache, da weiß ich genau, was auf mich zukommt und dementsprechend kann ich auch im Vorfeld schon sagen, mache ich oder mache ich nicht. Also schon mal allein, was ich natürlich auch gelernt habe. Ich meine, ich habe nach wie vor meinen Perfektionismus in mir, das ist klar. Ich habe auch meinen Ehrgeiz in mir, den werde ich auch nicht los. Aber ich lerne einfach damit umzugehen und ich weiß natürlich auch gerade die Hobbys, die ich jetzt mache, da werde ich nicht mehr Weltspitze. Erleichtert mir natürlich auch das Umgehen mit den Sachen, wo ich aber auch gemerkt habe, von was ich da natürlich immer Abstand nehme, wenn von außen mir immer irgendwas eingebläut wird, von wegen muss, ich muss eigentlich gar nichts, sondern letzten Endes, ich möchte halt wirklich das Leben jetzt auch genießen und dementsprechend befasse ich mich auch nur mit Sachen, wo keiner rechts und links immer dasteht und sagt, ich muss jetzt das und das und hier und das gehört sich so, sondern ich bin ich und dementsprechend lebe ich. Kann man natürlich auch nicht komplett ausweiten, ich kann natürlich jetzt auch nicht rausgehen und machen, was ich will, sondern ich habe eine gewisse Disziplin und natürlich auch von Eltern viel mitbekommen. Also ich lebe ein normales Leben und kein so Chaot, der dann irgendwo überall Häuser abbrennt oder sonst was. Also letzten Endes ist damit gemeint, dass halt wirklich viel in der heutigen Zeit als wichtig hingeführt ist oder hingeführt wird oder als wichtig erscheint, was aber überhaupt nicht wichtig ist. Ich habe auch gelernt, wenn dann der Termin, wie zum Beispiel auch heute, rum ist und ich im Flieger nach Hause sitze, ist das Thema gegessen. Und da mache ich mir keine Gedanken noch weiter, wie es jetzt noch weitergeht, sondern ich freue mich dann eher schon wieder. Und das ist eben das Umschalten, was ich gelernt habe. Nach dem Wettkampf umschalten auf vielleicht Freuen auf zu Hause oder Feiern oder Sonstiges. Heute feiern wir natürlich nicht, aber ich freue mich auf zu Hause.